Ja, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3 im Camp sind wir, weil ich noch ein bisschen mit Leuten reden wollte, weil wir es schon länger nicht gemacht haben. Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass ich komische Streifen habe. Ich hoffe, man sieht es nicht in der Aufnahme, zumindest im OBS sehe ich es nicht, in dem Vorschaubild. Aber auf meinem Monitor, da habe ich überall so, ja, feine Streifen liegen überall drüber. Das finde ich nicht so geil. Ich habe nur leider jetzt spontan keine Ahnung, woran es liegt. Deswegen, ja, machen wir einfach weiter, als wäre nichts. Und sprechen als erstes mit Schattenherz. Reden. So Astarion didn't fulfill his master's ambitions for himself. At least that means he's his own man. Though I'm a little surprised he didn't covet those powers. Hier sehe ich besagte Streifen übrigens nicht. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Hast du mal 3 Stunden Zeit? Was haltet ihr von diesen Illithiden-Kräften, die sich bei uns entwickeln? Ich glaube, diese besondere Larve. Nein. Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Auch nein. Eins. Fine. What's on your mind? Okay, gut. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Eins. How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Dich anderen Dingen zuwenden. Eins. 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 Was haltet ihr von den Kräften? Eins. On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from and what lies at the end of that path. I never expected seramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. Ja. There's simply too many unknowns for us to risk it. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich benutze die ja Kräfte, ja, wissen wir ja alle, aber ich werde nicht diese besondere Larve nehmen, wo du dann wirklich dem Seramorphose dann so richtig in Gang setzt und dich auch optisch veränderst. Das ist unschön, das machen wir nicht. Ich kann allerdings, das kann man mit jedem Gruppenmitglied machen, man kann versuchen, sie zu überzeugen, die Kräfte trotzdem zu benutzen. Ich mache es aber auch nicht, weil ich benutze die, Astarion benutzt die, weil er da sehr offen gegenüber ist. Also 2 Leute so im Team zu haben, die das machen, reicht eigentlich. So oft benutze ich die auch nicht. Also, ich nehme dann, vielleicht habt ihr recht. Drei. It's been known to happen. Drei. Das war das. Will. Lauf. Halt. Reden. Astarion showed restraint where most others wouldn't. He might not appreciate the sentiment, but I'm proud of him. Wie wir alle voll stolzen, aber keiner sagt's ihm nicht. Ich war ja auch meine erste Reaktion. Ich könnte ihm jetzt sagen, ich bin stolz auf ihn. Na, ich sag's lieber nicht. Ach, er ist einfach unser Baby. Reden. Reden. You've got something to say. Immer doch. Was haltet ihr von dem Potenzial, von dem der Traumbesucher sprach? Der Imperator verspricht unglaubliche Kräfte. Ja gut, da ich ihn auch nicht überzeugen möchte. Ich frage trotzdem eins, was er davon hält, aber ich werde ihn auch nicht überreden. Eins. I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious, but once you take an illithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Bei ihm habe ich sogar mehrere Überzeugungsmöglichkeiten, aber auch hier lasse ich es. Reden wir über andere Dinge. Vier. All right. Anything more we should discuss?
3. Will ist nicht so gut gestellt mit mir, oder? Mit Salome? Weil ich ihn abgewiesen hatte oder sowas? Wie war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube ja. Übersicht. Achso, kann ich ja gar nicht sehen, weil ich nicht in der Gruppe habe. Übersicht. Ich meine, wir könnten ihn trotzdem mal wieder in die Gruppe nehmen. Mal schauen. Helzen. Reden. I received a dispatch from the Grove. Oh. Life carries on there in our absence. Just as nature intended. My chosen successor, Francesca, has proven to be a wise choice. Perhaps the wisest I ever made as Archdruid. Dann fragen wir auch gleich, was gibt's Neues im Hain? Oder, na, ich sag erstmal, spielt eure Folge nicht herunter. Ohne euch wäre der Schattenfluch noch immer mächtig. 3, 2. One grand victory may not be enough to absolve a host of small failures. That is where true leadership lies. Not in winning a single vast battle, but in fighting 1,000 smaller ones. Making 10,000 difficult decisions. Finding balance where none seems possible. Day after day. I was all too eager to surrender my responsibilities towards the Grove. Perhaps I was never meant to be Archdruid. To be a leader. Ihr habt dem Heim gut gedient und eine würdige Nachfolgerin gefunden. Niemand könnte mehr von euch verlangen. Hain oder nicht, ich bin froh, dass ihr bei mir geblieben seid. Ihr könnt eure Position im Hain wieder einnehmen, wenn wir die Absolute besiegt haben. Nicht jeder ist zum Anführer bestimmt. Es ist keine Schande, sich umzudrehen und vorzugehen. Das könnte ich tatsächlich mal sagen. Ich meine, ist ja auch wahr, oder? Also ich meine, hat sich jetzt nicht schlecht geschlagen, aber ich weiß ja nicht, was das wirklich so... Ich will es nicht, dass das was Negatives jetzt ist, so, dass ich jetzt im Prinzip sage, ja, hast recht, du warst kein guter Anführer oder so, das wäre jetzt auch blöd. Ich riskiere es mal. 4. Indeed, but I have roamed far and wide for years, whole lifetimes. I have seen much, done much, learned much. It would be a shame not to pass that on. Forgive me. The Shadow Curse occupied me so entirely and for so long. I almost missed the purpose it gave me. Now I must find a new one. Seid ihr immer noch glücklich an meiner Seite? Das muss nicht euer Kampf sein und ist gewiss nicht euer Lebensraum. 1. The city, you mean, with all its noise, smoke, stone and bustle. I would not be here given the choice, but I promised you my support, and that is what you shall have. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Still, though, this place crawls with life, but little of it flourishes. I see refugees unhoused, the destitute unwanted, orphans unloved. The city is like a forest with an overgrown canopy. Light and nourishment cannot penetrate to those who need it the most, and still it draws them in. The safety of numbers, the promise of civilization, the dream of better. All that potential is too often destined to die in the dark and rot in the gutter. I wish there was a better way. I wish everyone could see the sun, have a full belly and know nature as a friend. Utopie. There is a balance that is yet to be found. Listen to me, preaching like an initiate in his cups. Als Baldur kann man ja eine eher ein bisschen beleidigte Antwort geben. Ihr redet hier von meinem Zuhause und nicht von einem Loch der Verzweiflung.
Das mache ich aber nicht. Ein schöner Traum, vielleicht könnt ihr helfen, das Gleichgewicht zu finden. Das ist ein Erzdruide eures Alters, der Art naiv sein kann. Ich glaube nicht, dass es naiv ist. Ich denke ihm schon bewusst, dass es fast wahrscheinlich unmöglich ist, sowas, so ein Gleichgewicht zu erreichen, aber man kann ja trotzdem von träumen. Die Stadt ist nicht perfekt, aber ist die Natur auch nicht. Es ist gefährlich, eine Sache auf Kosten der anderen zu idealisieren. Natur ist, hat aber ihr tatsächlich, meistens findet sie ihr Gleichgewicht von selbst, wenn man sie in Ruhe lässt. Aber sie ist brutal. Es stehen schwierige Entscheidungen bevor. Da kann man sich zu viel Nachsicht nicht leisten. Ich glaube, ja, ich bleibe bei 1. Ein schöner Traum. 1. Yes, I hope so. But we have a battle to win before any of that. Wie bewähre ich euch meiner Meinung nach? Eurer Meinung nach? 1. I've been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But honestly, you've surpassed even those. Seemed my faith was more than well founded. Ja, ich bin schon awesome. 2. Dreh. Umdrehen. Ich werde es nie lernen, ne? Dem Dreh und Umdreh. Dann Jaira. Reden. They say that the only thing a vampire can feel is hunger. Nothing else touches them. Not grief or mercy. Or any sense of what is just. Who knows? And there is often more ignorance than insight in what they say. Mhm. 3. Okay, wir haben ziemlich viel mit ihr geredet gehabt in letzter Zeit. Minsk. 3. Links. Ups. 3 links. So ist richtig. Reden. My friend. Now we have settled the matter of the guild. I fear there is something I must tell you. You and Boo both. It may shock you both to know, but Minsk and this Stone Lord, they are one man. Oh nein. The same one man. Wer hätte das gedacht? And that same one man is Minsk. Ich weiß, schließlich habt ihr mehrmals versucht, mich umzubringen. Ach je, das kann doch nicht sein. Ihr dürft euch keine Vorwürfe machen, der Kult hat euch manipuliert. Ich möchte sowohl 1 als 2 sagen. Das ist beides gut. 2. Please, my friend. Your noble tears will not make the confessing any easy. Es tut mir leid, ich konnte nicht anders. I wish to believe the Stone Lord's evil was the worm alone. Attainting my thoughts with foul dung. But I see now the dung was within Minsk all along. So I wonder if Minsk can be a villain and Nine Fingers call herself a hero. Must it be so with all creatures? Is there good and evil within us all? Yep. Boo calls this nonsense. Less thinking of bad thoughts, says he, and more breaking of bad bones. But still, I would hear what you have to say on the matter, my friend. Er dachte, dass ihr Jaira folgt, das ist nicht böse. Ja, das übrigens auch. Also, das ist ja auch. Böse ist auch immer eine Sache der Perspektive, ne? Beziehungsweise er war ja wirklich manipuliert. In jedem steckt das Potenzial, gut zu sein. In einigen ist es nur tiefer vergraben oder es ging unterwegs verloren. Wu hat recht, ihr zerbrecht euch unnötig den Kopf. Eine faszinierende Diskussion. Ich bereite etwas Lektüre vor, dann können wir sie im Lager fortführen. Das kannst du mit Gale machen, das kannst du nicht mit Minsk machen. Frag mich nicht, ich versuche nur nicht zu sterben. Das auch. Ich nehme mal 2. 2. It is strange.
A worm sits within my skull, twisting my thoughts. But it is you that have made Minsk see the world anew. You, my friend, are the true parasite. There is good and evil in all. Let us go crack villainous skulls so that the virtue might leak free. Yes, Boo. So war das nicht gemeint. I am becoming something of a philosophizer. Ich hoffe, er hat das metaphorisch gemeint. Als unser Verstand sich vermischte, habe ich ein paar seltsame Dinge gesehen. Drei. Well, the mind of Minsk is a simple place. Of what strangeness do you speak? Ja, weiß ich auch noch nicht. The memories resurface. A lifetime of battles blurring into one. A single constant is Minsk, launching into the fray no matter the foe, be they god, monster, or man. It seems just the barest glimpse of what the man before you has seen and done. But enough to know that he has no right to still be alive. Ah, wait! That look in your eye. I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder. My pants. Thrice laced, in the Rashomar style, so that a berserker might split skulls without fear of splitting breeches, too. They are fiendishly complex, but fear not for Minsk. With training, he has learned to master the many little knots. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Vergesst eure Hosen, ihr seid zwischen den Ebenen gewandert. Habt gegen Götter gekämpft. Gut, komisch, dass nichts davon jemals in den Liedern auftaucht. Ihr seid wirklich dumm. Zu dumm, um zu atmen. Nein, das sagen wir nicht. Eins. Well, as have you, no? Do not forget that when you gaze into Minsk, Minsk also gazes into you. We both fight evil, wherever it is found. The who and where are less important than the hamsters you meet along the way. On this matter of sharing memories, I see no reason for us to worry at one another's worms. If there is more we wish to know, we can simply ask, no? Tut mir leid, mir war nicht klar, wie wenig euch unsere neue Macht behagt. Aber natürlich, ein Krieger spricht Gedanken lieber aus, statt sie zu lesen. Verschmäht die Larve nicht, sie ist ein nützliches Mittel, um die wahren Gedanken von anderen zu erfahren, über etwas anderes reden. Ich nehme zweitens... ja... zwei. Exactly so. If I must peer into the mind of my enemy, I use an axe. For friends, there is ale. No, my friend. If you fear you have a question that Minsk cannot answer, then you can simply ask Boo. Okay. Ja, irgendwie mag ich das gar nicht sagen. Ihr seid recht schnell dabei, mit mich euren Freund zu nennen. Zum einen will ich schon irgendwie so die Dialoge ausschöpfen, zum anderen gibt es auch Sachen, die ich mir gar nicht sagen möchte. Na gut. Eins. Of course, my friend. Or are we not friends? Es war nicht viel Zeit, inmitten von all dem nach Freundschaft zu suchen. Ich glaube ungefähr, was ich damit sagen will. Aber ich will jetzt auch nicht mal den Kopf stoßen. Das wird sich noch zeigen, natürlich sind wir Freunde. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist der Wurm. Eins. Boo never looks to give me fleas. Sometimes you just pick these things up along the path. Now, ich bin also jetzt ein Floh und ein Parasit. In your eye or just a parasite poking through? Ich erwarte eine ehrliche Antwort. Was ist mit dem Hamster? Zwei sage ich auf jeden Fall nicht.
Also zwei ist keine Frage, nur eine Warnung. Wenn ihr euch nochmal gegen mich wendet, werde ich euch kein zweites Mal retten. Das werden wir nicht sagen. Nehmen wir mal eins. Ja. Was mit dem Hamster? Eins. Eins. Well, Boo, explain yourself. Mhm. Clear enough? Klar. Alles verstanden. Perfekt. Eins. Boo has a way with words that we lack. All that space in the cheeks, I am thinking. Ja, das wird sein. Drei. Eins. Ich glaube, ihr seid nicht halb so dumm, wie ihr vorgebt. Das ist das Einzige, was wir da sagen können. Ich weiß, du nimmst das so also als Kompliment auf, oder ja, nicht so. Eins. How dare you? Minsk pretends at nothing. Ja, das war nicht gut. Way or otherwise. Ich hatte keine andere Auswahl. Ich konnte irgendwie nicht mal, es war nicht mehr so ein Zurück oder sowas, ne? Oder weggehen oder irgendwie. Ich musste das jetzt mehr oder weniger sagen. Es war ein bisschen blöd. Aber ich hatte auch nicht so einen Scrollleister. So, hey, war jetzt komisch. Irgendwie. Aber jetzt können wir halt Sachen fragen. Erzählt mir von den Regimen. Hattet ihr und Jaria schon immer so ein angespanntes Verhältnis? Dann können wir nochmal nach dem Hamster fragen. Jaria hat gesagt, ihr habt 100 Jahre als Statue auf der Weite gestanden. Das interessiert mich. Seid ihr wirklich mit der Balbrut gereist, die einst Baldurs Tor gerettet hat? Ich wüsste gern, wie ihr zu euren Begleitern steht. Okay, fang einfach oben an, ne? Eins. Oh, my friend. There is much more to know of Minsk's homeland than he could ever put into words. Boo might fare better, but his home is far stranger again. Well, in many ways, it is the very opposite of this city. The far side of Faerûn, with empty plains, white forests, and peaks that pierce the very belly of the sky. But it is like the city too. Here, it is loud with the daily wailing of people. In Rashomon, it is also loud, if you know where to listen. The Telthors, guardian spirits of every root, rock, and tree. Here in the Sleeping Lands, they are silent, but in the far north, they know how to speak still. Klingt auf jeden Fall interessant. Klingt nach einem großartigen Ort. Warum habt ihr ihn verlassen? Also sprechen die Pflanzen und Bäume mit euch wie euer Hamster? Warum nennt ihr das diese Lande die schlafenden Lande? Drei. Because it is slow and stupid and sleeping. Ah. Boo says Minsk should phrase this in a kinder fashion. Telthors are the living soul of the land. They flit about, offering petty blessings to those who show respect, or playing tricks on those who do not. This is so in Rashomon, but not beyond her borders. Here the spirits sleep, and perhaps we ought to be glad of this. Okay. In Rashomon, a Telthor is wind and snow and soil. In Baldur's Gate, it would be stink and stain and a far less pleasant type of soil. If my meaning is not clear, just check under your boot. Nö, alles gut. Rashomon klingt nach einem interessanten Ort. Warum habt ihr ihn verlassen? Eins. The first time, my Dajema, a warrior's quest of proving. Minsk quickly proved that quests do not always go as the stories say. After wandering a ways and some savings of the Sword Coast, Minsk returned to Rashomon to find a welcome fit for hamsters and heroes. The Iron Lord himself came to bear witness to Boo.
Minsk of Rashiman, said he. Your Dajima is done. Minsk politely disagreed. Dinah here was dead, and so his Dajima could never be done. Then swear your service to me, Minsk of Rashiman, said he. Serve your land as your lord's chosen champion. Minsk politely disagreed. It was a little awkward, but he had already sworn his service to Bu. Minsk of Rashiman, said he, you insult your Iron Lord. We will settle this matter in the circle of combat. It was only polite for Minsk to agree. After they carried the Iron Lord away, the Council of Witches gave Minsk a pack of provisions and said it would be best if he continued his adventures for a time. Yes, Boo, that was before we were stone. Perhaps we are due a little homecoming when all of this is done, no? Danke für die lange Geschichte. reden wir über etwas anderes. Eins. As you wish. Boo, do you have much to say on the matter of something else? Drei. Ich wollte noch viel, eigentlich die anderen Sachen fragen. Ich wollte nur mit dem ersten anfangen. Lass mal gucken, ob ich die Auswahl nochmal kriege. Reden. Another ball spawn buried by our hand. Ball should learn better than to send his offspring against us. They might as well be babes, dropped bare bottom into the Rashiman winter. Ja, das war noch der Kommentar zu Owen. Ja, wir haben mit ihm halt noch nicht so viel geredet, deswegen hängen wir so ein bisschen mit seinen Dialogen hinterher. Eins. Minsk is an open book with many pretty pictures. Hattet ihr und Jahira schon immer so ein angespanntes Verhältnis? Eins. We have. Is it not wonderful? Wisst ihr eigentlich, was angespannt heißt? Sie hat viel riskiert, um euch zu retten. Ihr liegt an euch. Ihr liegt an euch, egal was sie sagt. Wahrscheinlich, ihr liegt viel an euch, ne? Zwei. There is no need for sweet words between companions such as we. Too often those are the weapons of flatterers and frauds. But she who will beat you about the head with the cold and pointy truth, that is a true Wiklaren. Sie möchte aber nicht Wiklaren genannt werden, ne? Ihr seid sehr freigebig mit einem heiligen Titel. Ich glaube, ihr beschreibt nur einen Freund. Wie schön, dass ihr und Jahira einander nach all der Zeit noch habt. Ja, ich nehme das. Drei. A hero is only as good as the friends they have at their back. This is why Boo favors this spot just above my buttocks. Drei. Okay. Dass ich ihn jetzt auch immer ansprechen muss wieder, ne? Reden. To forswear the strength of 7,000 souls. That is an act of true strength, says Boo. Astarion may borrow Minsk's muscles whenever he is needful. Brave, powerful, puny Astarion. Möchte ich mich reden. Reden. Fine lodgings you have found, my friend. Bu is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Bu shall secure safe slumber for all. Now, what do you need of Minsk? Ich wüsste gern immer noch mehr von euch, weil ich total neugierig bin und meine Nase überall reinstecke, wo sie nicht reingehört. Eins. Minsk is an open book with many pretty pictures. Seid ihr wirklich mit dem Balbrut gereist, die einst Bals Tor gerettet hat? Drei. Countless tales are told of Bu and Minsk.
Many of them are so outlandish that even I do not know if they are true. Did Minsk bravely fend off the seductive wiles of a succubus in the cloisters of Candlekeep? Maybe. Did he take a bath in the River Styx and temporarily forget himself? I do not remember. Did he travel with the spawn of the god of murder, who warred against his evil brethren and battled triumphantly at the throne of Baal itself? Of course! It was a splendid adventure! Okay. Wieso habt ihr dem Abkömmling eines derart bösen Gottes getraut? Was ist eure schönste Erinnerung an euer Abenteuer mit Baalbrut? Mit der Baalbrut? Ah ja, Deutsch ist schwierig. 2. The bards sing of fallen gods and mighty battles, but that is a small part of any saga. They do not sing of the times in between, when Saravak's butt had been kicked so hard that we thought he would never return. We settled in Baldur's Gate for a while. Gurion's Ward, Imoen, Jahira, Minsk, Bu, and Dainahir, my witch. She hated the city at first. Too busy, she said. Too noisy. Too many people. She complained of the smell. Although she complained of Boo's smell too, and he smells of fresh honey cakes, so Minsk believes her nose was confused. Then, one day, we walked past a shop full of wonders. Tiny magics fizzed in the air, and wizards from every corner of the world bickered and bartered. Sorcery sundries. Dinah here fell in love. Dragged poor Minsk there every day, and made them stand watch while she browsed the shelves. Minsk frowned and complained. He felt more like a babysitter than a berserker. But how Dinah here smiled. Not long after, Minsk and Boo were captured, and Dinah here was dead. Oh no. I would gladly be a babysitter again to see her smile. That is what I remember, more than any battles against Baal and his spawn. Yes, Boo, I know you miss her too. Das war jetzt keine schöne Erinnerung. Also, es war eine traurige, aber irgendwie natürlich auch eine schöne. Ihr wirkt so positiv für jemanden, der so viel verloren hat. 1. Boo says the tadpole thrives on her misery. To think dark thoughts is only to feed the darkness. It pleases Minsk more to sour its stomach with good thoughts. Or better yet, not to think at all. With this in mind, Minsk thinks he has gathered enough fluff from gazing at his navel for the moment, no? Ja, 3. 3. Das reicht, glaube ich, für heute. Umdrehen. Ah, Screen Tearing habe ich auch noch. Wie wunderschön. Was ist denn heute los? Lauf. Bett. Wir haben ja schon lange nicht mehr. Warte. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. 1. He gives in and surrenders his find to you. Ein Krimischka-Schwanz, okay. 1. Scratch his tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Eins. Na du. 2. Camp life seems to suit the young owlbear. His coat of feathers seems fuller. His eyes look bright and inquisitive. Alles noch gut. Okay.
Eins. Eins. So, mit Jenna haben wir auch schon lange nicht mehr geredet. Eins. Reden. Reden. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Soll ich mit Räubchen reden? Okay. Okay. Reden? Please, don't look at me. Du bist immer noch so verschüchtert. Was haben wir dir nur angetan? Lauf. Lauf. Irgendwas möchte gerade nicht. Lauf. Okay. Umdrehen. Dann. Lauf. Haben wir nur noch Misora. Halt. Reden. Ready and waiting. Okay. Hi, Will. Ja, bitte. Komm doch zu uns. Was könnt ihr mir über die Hölle erzählen? Ihr habt mir nie erzählt, wie die Absolutisten euch erwischt haben. Ja, zwei. Zwei? Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf. Ich dachte, sie sagte jetzt nichts weiter. Those cursed shadows were thick enough to fell even a half fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry is dead after all. Was könnt ihr mir über die Hölle erzählen? Eins. The nine hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it. The delicious agony of it all. The other eight, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Zwei. Mich zieht's jetzt nicht so in die acht Höllen, in die anderen acht, aber ich weiß auch nicht, wie sie aussehen. Avernus scheint mir ja nicht so geil zu sein. Es wird Zeit zu schlafen. Trainings. Lauf. Heute mal wieder ausführlich mit allen geredet. Halt. Benutzen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns vielleicht am Hafen noch ein bisschen weiter um. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.